Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Woche wir sind. Ach ja, stimmt. Direkt nach dem Royal Rumble. Woohoo! Ja, was für ein Royal Rumble. Wir sind hier in Buffalo. Dem Ursprungsort der Buffalo Wings. Und da sehen wir auch schon den Chairman, der CEO. Immer noch nicht im Anzug, habe ich schon wieder vergessen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, er hat eine riesengroße Ankündigung, was die Führung von Monday Night Raw oder Raw is War betrifft. Eine ganz große Ankündigung. Ich lasse euch mal mit den Bildern und dem Text, den ich erst im Nachhinein einfüge, mal alleine. Und da kommen wir auch schon zum ersten Match. Wir sehen... wir sehen Seth Rollins, die Hälfte der Tag Team Champions. Zumindest die erste Hälfte. Da haben wir ihn, Seth freaking Rollins. Und da sehen wir die Schilder von seinem Tag-Team-Partner und auch Tag-Team-Champion Dean Ambrose, der Lunatic Fringe.
Beide stehen heute Abend in einem Tag-Team-Match. Und die beiden sind ja schon seit Anbeginn des Universes Tag-Team-Champions. Und jetzt sehen wir mal, wer ihre Gegner sind. Es geht nicht um die Titel. Und es ist der British Bulldog und Jim the Anvil Neidhart, die Hart Foundation. Okay, warum hat der British Bulldog bitte eine Flasche Wasser dabei? Möchte er was trinken? Naja, der British Bulldog und Seth Rollins kennen sich ja noch aus diversen Einzelmatches, auch teilweise im Rennen um den Intercontinental Champion Titel. Ja, Seth Rollins eröffnet für den Shield und Jim the Anvil Neidhart hart auf der Seite. Der Hart Foundation Single Leg Dropkick direkt ganz schnell von Seth freaking Rollins. Und oben drüber gegens Knie und ein wundervoller Dropkick. Wir sehen da unten auch Natalya. Begleitet ihren Herrn Papa zum Ring und Seth Rollins muss raus. Und Dean Ambrose, der schlägt hier auf Jim Neidhart ein. Ja, das sollte ein Suplex kommen. Dem wurde aber nix. Und der Ref ist, glaube ich, schon bei 5. Und, oh, da laufen sie draußen mal gegeneinander. Weil der Shield sich nicht ganz so einig. Oh, Jim, der hier mit dem Kraftakt und einmal Rollins oben drüber. Da wollte Dean Ambrose wohl ein bisschen eingreifen. Ja, die beiden sind ein bisschen Untergang letzter Zeit durch die beiden Matches gegen unter anderem auch Roman Reigns, ihren ehemaligen Shield-Bruder. Und der Ref geht da wieder zu Dean Ambrose hin. Hält ihn davon ab, hier in den Ring zu kommen. Und jetzt gehen die beiden mal eine Runde spazieren. Und da geht's in die Ringecke der Hart Foundation. Oh, Clothesline abgetaucht und oben drüber und unten runter. Also Seth Rollins, der muss hier richtig büßen gerade. Und jetzt gibt's den Tag. Ja, Dean Ambrose will da wieder eingreifen. Und die beiden, die kennen sich sehr, 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 sehr gut. Also der Bulldog und Seth freaking Rollins. Ja, Rollins kriecht da zu den Ringseilen. Ich dachte, es wird ein Double Team. Wird es aber nicht. Da klemmt er Seth Rollins ein und dann ein wenig choken. Ja, Dean Ambrose, der will rein. Also Seth Rollins hier richtig auf einem Formtief, aber er schafft den Konter. Und jetzt gibt's den Wechsel. Und Dean Ambrose, der legt sich hier gleich mit allem an. Jim Neidhart runtergeprügelt. Jetzt den British Bulldog auch noch. Nein, DDT vom British Bulldog. Also Heidewitzka. Kann ich dazu nur sagen. Und ein Knee. Ein Knee to Face.
Ja, Seth Rollins mischt da auch ganz locker flockig mal mit. Müssen nur aufpassen, dass sie nicht disqualifiziert werden. An der British Bulldog steht aber wieder Dean Ambrose noch nicht. Und jetzt Dean Ambrose mit zweiter Luft. Naja, möchte gern zweite Luft. Er geht aufs Middle Rope und Middle Rope Bulldog. Gegen den British Bulldog. Ja, Seth Rollins. Wollte da wohl was unterm Ring wegholen, aber der Ref steht wieder wie eine Eins. Und da gibt es den Hot Tag. Aber Dean Ambrose auf der Höhe des Geschehens. Und mit einem weiteren Bulldog. Diskutiert er mit dem Ref. Und puncht den Ref. Also, was ist denn mit dem hier los? Da liegt auch noch ein Stuhl im Ring. Der wurde von der Taya wahrscheinlich noch da reingebracht. Also ich weiß nur, für unsere Tag-Team-Champs sieht es nicht sonderlich gut aus. Jetzt gibt es den Tag mit Seth Rollins. Ja, Dean Ambrose lenkt da wieder ab, genau wie Natalya. Sie lenkt aber Seth Rollins ab und Dean Ambrose lenkt den Ref ab. Donnerlütchen und ein Roller durchgezogen und da gab es den Superkick. An die Rübe. Und Natalya lenkt da den Ref ab und er nimmt Anlauf und Stomp! Und jetzt gibt es noch den Wechsel mit Dean Ambrose. Und Dirty Deeds. Reicht das denn auch für den Sieg? Nein, der British Bulldog kann unterbrechen. Und da gab es den alten Finisher von ihm, die Kerze. Erneut das Cover hinterher. Zwei. Kickout. Okay, das war jetzt nicht so sonderlich gut getimt. Und Jim wie Anvil Neidhart saftet aus der Stirn. Ah, Dean Ambrose kämpft sich hier frei. Mit einem Punch. Also unsere Tag Team Champs. Sind momentan nicht so gut drauf. Naja, was heißt nicht so gut? Und Punch. Und er nimmt Anlauf. Und ein Bulldog. Und jetzt nimmt da ihn zum Perfect Plex. Aber es bringt nicht die Entscheidung. Oh, der Bulldog kann gegenkontern. Das ist der Freund, der liegt da draußen.
Und ein Roller. Nein, durchgedreht. Und Dirty Deeds. Aber der British Bulldog ist wieder da. Und jetzt. Er geht aufs oberste Ringseil. Sehen wir jetzt. Sehen wir diesen Elbow? Jawohl! Der ambrosische Elbow mit Cover. Und es bringt den beiden tatsächlich den Sieg. Unsere Tag Team Champions haben das Gewinnen doch nicht verlernt. Sie können noch gewinnen. Hier sehen wir noch mal ein paar Highlights. Ja, dieser Punch. Und hier noch mal die Dirty Deeds. Der Perfect Plex auch noch mal hier von Dean Ambrose. Und die Entscheidung fast. Noch mal Dirty Deeds. Aber nicht den Elbow. Schade, schade. Unsere Tag Team Champions erfolgreich nach dem Royal Rumble. Und wir kommen zum nächsten Match.